So, hi, ich bin der Marc und ich mache ab sofort hier das Let's Play Minecraft, wie ihr sicher schon seht. Sagen wir mal so, bei den ganzen Minecraft-Let's Plays ist es nichts Besonderes, aber ich meine, schwer bei der Konkurrenz bei Gronkh, sagen wir mal so. Ich bin übrigens auch ein sehr großer Fan. Wie ihr seht, spielen wir mit den Texturen von der Honeyball, weil die mir sehr gut gefallen. Und ja, dann legen wir mal los. Ich hatte am Anfang noch gesagt, das wisst ihr jetzt nicht, weil da die Webcam, weil die Cam da total gespackt hat, dass es bitte kein Schneebiom ist. Und wie der Fall so eintritt, das ist ein Schneebiom. Daher werden wir jetzt auch erstmal uns ein bisschen davon wegbewegen, weil ich da einfach keine Lust drauf habe. Durch das schlechte Bewirtschaften und ja, es ist ja knuddelig, aber nee, danke, das brauche ich echt nicht. Ich hätte lieber da ein tropisches, also gehen wir mal ein bisschen in diese Richtung. Oh, da wäre schon mal eine Schlucht. Hinten sieht's, ach guck mal hier, das sieht doch schon besser aus. Aber ja gut, okay, dann werden wir mal jetzt hier anfangen. Am Anfang natürlich noch sehr langsam, wie ihr wisst, aber naja, das wird alles noch. Ja, also das ist mein erstes Let's Play und ich hatte davor vielleicht noch eine Facebook-Page und eine Twitter-Page zu machen, aber ich möchte auch erstmal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ist natürlich auch, ja, ich weiß auch nicht. Ich denke mal, das wird eher ein bescheidenes Let's Play auch. Ja, was soll ich sagen, ne? Nichtsdestotrotz versuche ich das so lustig und unterhaltsam wie möglich zu machen. Ich hoffe, es gelingt mir auch. So in den Witze reißen und so bin ich nicht der Beste. Okay. Jetzt sammeln wir erstmal das Holz. Haben wir auch schon. Das ist auch gut und ich glaube, ich habe sogar die Monster aus. Das ist ja langweilig. Ja, Tatsache. Machen wir mal einfach. So, noch ein bisschen Holz sammeln und dann suche ich mir ein schönes Plätzchen, wo ich mich niederlasse. Und anfange, das Wichtigste zu bauen. Das heißt erstmal die ganzen Waffen und Setzlinge könnten wir auch gleich schon mal mitsammeln, denn wenn wir zu viel abholzen, dann ist es natürlich auch nicht schön, wenn da ist alles kahl ist und wenn ich mal wieder nachforsten will, dann ist das natürlich die beste Möglichkeit. Und gerade leckt es extrem. Ich glaube, das liegt an Optifine. Ich schraube da mal ein bisschen die Sichtweite runter. Na komm, machen wir Fahr plus 32. Das ist gut, das ist bescheiden. Das nehmen wir. Ich habe mir überlegt, vielleicht wäre es schön, auf einen kleinen Berg zu gehen. Vielleicht bringt es uns ein bisschen mehr Schutz vor Monstern. Ich weiß das jetzt auch gar nicht genau, aber hier sieht es scheiße aus. Erstmal mache ich das Holz. Ne? Und eine Workbench. Dann können wir uns gleich schon mal eine Waffe holen. Wir wollen es ja auch so ein bisschen massiv beim Zeug machen. Also, fangen wir mal an mit der Spitzhacke. Ganz schön mies mit Holz. Aber was soll man machen? Eine Axt, okay. Dann werden wir das hier mal abholzen. So, ich habe mir überlegt, wir bauen ein schönes kleines Häuschen mit einem Weg da nach unten. Da unten war auf jeden Fall ist relativ flach. Das könnte ich dann noch begradigen und da ein schönes Feld drüber kleistern. Das wäre gut, das wäre am besten. So. Jetzt noch ein bisschen Holz sammeln und dann werde ich auch das erste Gestein sammeln. Ja, oder beziehungsweise jetzt. Am besten machen wir das so, dass wir hier einen kleinen Eingang machen zum Untertagebau. Vom Tagebau halte ich nicht viel. Und Kohle haben wir schon mal gefunden, was natürlich sehr wichtig ist für Fackeln und für Schmelzen, wie ihr wisst. Lange mit der. Ich glaube. Oh, nee, es. Ich mache erstmal
mal eine Steinspitzhacke, weil es einfach ganz schön viel schneller geht. So. Kürbisse haben wir auch schon gefunden, was ehrlich gesagt extrem unnötig ist. Schön, dass man sie aufhetzen kann, dass man dann von den Endermen nicht angegriffen wird, dass man da die schönen Laternen machen kann, die auch unter Wasser leuchten. Aber damit können wir bisher nichts anfangen. Können das Holz schon mal. Ja, gut, so. Jetzt bauen wir schon mal eine Steinspitzhacke, weil das mit Holz, das geht gar nicht. So, eine Steinspitzhacke. Technischer Fortschritt. Achievement. Das ist zu meinem. Okay. Bauen wir erstmal die Kohle. Oh. Kohle ab. Hungrig werden wir auch schon. Ich glaube, wir müssen gleich erstmal ein Schwein schlachten. Einen Ofen bauen. Das Fleisch grillen. Es ist immer. Ich finde es ein bisschen blöd am Anfang. So, das Beste, was es gibt an Nahrungsmitteln, finde ich, ist Brot, aber dafür muss man ja anbauen. Und das Anbauen, da. Ich weiß auch nicht, ich glaube, da muss man erstmal ein bisschen weiterkommen. Wir wollen ja auch erstmal ein Dach über Kopf haben. Wir wollen Sicherheit vor Zombies. Wir wollen auch irgendwas aus Eisen. Das heißt, in Sachen von Eimern, um diese Landwirtschaft voranzutreiben. Oder auch Scheren, um die Schafis nicht zu verletzen. Dass man auch was von denen hat, ne? Weil gespawnt, die werden ja nicht mehr random gespawnt, random gespawnt, wie auch immer. Ist auch egal. Und jetzt, wo wir hier sind, nehme ich auch ein bisschen Gestein mit. Eben für die Öfen. Auch so lange. Also die Holzspitzhacke, die werde ich jetzt gleich wegwerfen. Das ist scheiße. Das macht ja keinen Spaß. So. Und dann werden wir gleich schon ein Schwein töten. Tut mir leid für das kleine Schwein. Ich glaube, bin ich auch Vegetarier. Aber es ist ja egal. Es ist ja ein Spiel. Also. Ich hatte mir das so überlegt, wir nehmen für das Haus Gestein, aber die Stone Bricks, also die geschmolzenen und dann so zusammengesetzten, das sieht meiner Meinung nach relativ schön aus. Und an den Ecken werden wir dann Holzstämme, also das Normalholz, verwenden. Ja, ich schätze mal, das wird ganz gut dann am Ende aussehen. Wie viel haben wir? 50, dann machen wir jetzt hier 64 voll. Und dann haben wir es auch. Kann ich schon gleich verdrücken, der macht jetzt 2 Hungerpunkte. Was atemberaubend viel ist für so einen Apfel, der eigentlich relativ, naja, das heißt selten, nicht so häufig. Was eigentlich genau das gleiche ist, ist ja egal. So, zu unser Work. Spinne. Apfel. Ach, scheiße. Ich bin so ein Tollpatsch, aber. Da werdet ihr euch dran gewöhnen, wenn ihr die Let's Plays weiterschauen werdet. Ja, genau. Ist jetzt auch schon. Ja. Ja, was ist los? Okay, die Spinne macht uns schon mal an. Das ist schon mal nicht nett. Du stehst schon auf unserer Liste. Ja. Terminator-Liste. Hier hoch, komm. So. Da ist er ja. Vielleicht die Setzlinge einsammeln. So, dann bauen wir uns mal einen Ofen. Dann brauchen wir auch gleich mal zwei Öfen. Das ist gut. So, jetzt haben wir mal hier hin. Und dann tun wir hier mal vier rein. Ach ja, die Cobblestones sind ja weg. Ja, dann reichen hier auch drei. Einer ist ja schon verbrannt, beziehungsweise angebrannt. So, das brutzelt schön vor sich hin und währenddessen können wir damit anfangen, Holz sammeln für diese Ecken, von denen ich erzählt hatte. Und die Spinne geht mir langsam auf den Sack. Aber noch sind wir friedlich. So. Sieht ja echt cool aus mit dem Baum, der hier genau in der Höhle ragt. Und Pilz. Och, ich könnte ja eine Pilzsuppe machen, aber man muss ja die roten Pilze dazu. Und ich glaube, es wird dunkel. Man muss ja für die Pilzsuppe die roten Pilze auch noch haben. Es geht ja leider nicht nur mit diesen Champignon-artigen Dingern.
Und das ist dann auch schon geknickt.